Bei mir im Radio Melodie Studio die Linda Fee. Herzlich willkommen, Linda. Hallo miteinander und ganz einen schönen guten Tag. Du bist ja quasi in unserem erweiterten Sendegebiet in der Ostschweiz eigentlich aufgewachsen. Ist es ein Heimkommen oder einfach da sein? Ja, es ist beides natürlich. Also ich wohne jetzt zwar nicht mehr in der Ostschweiz, aber es ist für mich natürlich extrem schön, immer wieder dürfen in die Ostschweiz zu kommen. Und es ist für mich schon immer ein Zuhause sein, wenn ich in der Ostschweiz unterwegs bin. Und das finde ich natürlich auch etwas ganz Schönes, dass man wirklich so das Gebiet hat, wo man mit sich selber verbindet, wie man aufgewachsen ist, wo man aufgewachsen ist und dass man sich dann einfach immer wieder zuhause fühlt. Aber die züchtet ja auch richtig Deutschland. Du bist inzwischen eine gefragte Schlagersängerin, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. Ja, das ist schon richtig, dass mich natürlich auch immer wieder auf Deutschland ziehe. Also gerade in den letzten paar Wochen, ich weiß gar nicht, wie viele Mal ich in Deutschland war, jede Woche mehr als einmal sehr viel dorthin geflogen. Es ist natürlich auch sehr ein spannender Markt. Ich muss aber sagen, dass ich schon mehrheitlich neu in der Schweiz bin, was ich natürlich auch sehr schön finde. Und ich will die Schweiz auf keinen Fall komplett verlassen oder irgendwie so. Also das ist mein Zuhause und ich finde es unglaublich schön, wenn ich da so viel Auftritt machen darf und so viel unterwegs sein. Aber Deutschland ist natürlich ein spannender Markt und ein grosser Markt, wo noch sehr viel unter Umständen auf einen warten kann. Und da nimmt es mich natürlich schon auch Wunder, was da noch alles machbar ist in den nächsten Jahren. Letzten Freitag ist dein zweite grosse Album auf den Markt gekommen. Wie ist es angelaufen? Kann man das schon sagen? Ja, nach so ein paar Tagen ist es natürlich schwierig, schon zu sagen, wie es angekommen ist bis jetzt. Aber was ich so spüre, ich bin jetzt doch in den letzten zwei Wochen fleissig unterwegs gewesen, bei ganz vielen Radios in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Und da habe ich nur ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Alle, die das Album super finden und den Songtitel cool finden und das Thema super schön finden vom Album. Was mich natürlich freut, weil das ist wirklich meine eigene Idee gewesen, wie das Album heisst, wie es aussehen soll, was meine Message mit dem Album soll sein. Auch ganz viel bei den Songtexten, wo ich mitarbeiten und mitbestimmen und auch von den Fans, die natürlich das Album entweder vom Fanclub direkt geschickt bekommen haben mit dem Kalender dazu oder die sich jetzt schon gepostet haben in den ersten Tagen, sind bis jetzt sehr, sehr viele positive Feedbacks zurückgekommen. Und es ist auch schön zu hören, dass wir Außenstehende auch sehen und hören, dass wir uns weiterentwickelt haben natürlich und ich mich auch können weiterentwickeln. Ein neues Album, «Du kannst fliegen», heisst es, hat es mit der Fliegerei richtig viel zu tun? Du bist ja gerade von einem Aussendreh gekommen mit unseren Kollegen von TVO beim Fliegermuseum Alteri. Hat das Album wirklich viel mit Fliegen zu tun oder ist es ein bisschen übertreibt? Nein, das ist natürlich übertreibt. Du kannst fliegen. Im übertragenen Sinn würde ich mit dem aussagen, so ein bisschen meine Lebenseinstellung. Ich bin so der sagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und das habe ich in den letzten Jahren immer verfolgt, mein Lebensmotto. Und habe wirklich immer sehr ehrgeizig gearbeitet für das, was ich will erreichen. Und ich sage einfach mit dem Album auch den Leuten, hey, kämpft für eure Träume, arbeitet auf das hin, was ihr irgendwann mal erreichen wollt. Wenn man immer schrittweise Fürschi geht, kommt man auch irgendwann ans Ziel, auch wenn es mal steinig ist oder mal über Umwege muss gehen. Ich meine, viele meinen vielleicht, mir ist einfach alles einfach zugespielt worden und alles Glück vom Himmel gefallen. Das ist aber auch nicht so gewesen. Ich hatte einerseits in der Kindheit nicht immer ganz einfach gehabt, andererseits auch am Anfang von meinem Schweiz-Titel nachher in die Schlagerszene. Das war auch nicht ganz einfach gewesen. Also da musste ich mich auch beweisen, zwei, drei Jahre lang, bis dann das erste Album gekommen ist und ich jetzt wirklich in der Schlagerszene habe mich dürfen verankern. Und ich habe aber immer an mich selber geglaubt und an mein Ziel geglaubt. Und das ist so ein bisschen die Message von «Du kannst fliegen», dass irgendwann da stehst und wirklich das Gefühl hast, hey, ich kann fliegen, im übertreibenden Sinn, ich habe etwas erreicht, was ich erreichen wollte. Linda Fabius bei Radio Melodie. «Du kannst fliegen». Mit dem neuen Album hast du quasi dein Produktionsteam, das du hast, glaube ich, noch ein bisschen erweitert.
Ja, das hast du richtig festgestellt. Also mein Produktionsteam mit dem Tommy Mustach, der mein erstes Album schon produziert hat, und auch mit dem Stefan Roos, der beim ersten Album auch schon mittextet hat, sind auch beim zweiten Album wieder dabei. Sowie auch der Tobias Reitz, den man kennt aus Deutschland, der schon viele für Helene Fischer geschrieben hat oder jetzt auch gerade für Wolkenfrei, die jetzt in Deutschland auch ganz gross am Werden sind. Ihn habe ich gerade noch etwas intensiver ins Boot können holen. Er hat mir das mal noch etwas mehr Text geliefert. Und ich habe auch selber Songtext das mal geschrieben. Also das heisst, ich bin auch in den Kompositionen tätig gewesen, habe zwei Songtexte selber geschrieben. Plus sind auch sonst noch ein, zwei Leute im Boot, die wirklich ganz, ganz schöne Songs geschrieben haben für mich, die eben genau auf das Motto «Du kannst fliegen» perfekt passen und zu meiner Lebenseinstellung. Und es ist für mich auch schön zu sehen, dass wirklich jetzt von verschiedenen Seiten Angebote gekommen sind, die haben für mich für das neue Album schreiben. Und das zeigt mir schon, dass ich mich so ein bisschen verankern konnte mit dem ersten Album. Hast denn du diesen Textautoren, die für dich geschrieben haben, noch ein bisschen gesagt, in diese Richtung möchte ich etwas, oder hast du einfach in diese Richtung gesucht? Nein, ich habe mehr von mir aus wirklich am Team von Anfang an, wir haben irgendwie anfangs von diesem Jahr angefangen, so ein mal zusammensitzen und schauen, in welche Richtung soll es gehen und was wollen wir machen. Und dann kommen die Ideen auch von sich aus, von den Produzenten und von den Textern. Und dann darf ich das durchhören und anschauen und so ein schauen, was berührt mich gerade von Anfang an, was ist genau meine Art und Weise, meine Lebenseinstellung. Da gibt es Songs, die ich finde, nein, die passen gar nicht zu mir, die will ich jetzt nicht. Und dann gibt es andere, wie das «Du kannst fliegen». Das war wirklich ein Song, der extern gekommen ist. Und ich habe den gehört und ich habe das Gefühl, der ist mir auf Leib und Seele geschrieben worden für mich. Und dann habe ich gesagt, den will ich unbedingt drauf haben. Und so soll auch mein Album heissen. Um das Thema herum möchte ich jetzt noch ein paar andere Songs auch haben. Und so entsteht das nachher. Es ist eigentlich recht eine lange und intensive Arbeit. Facebook habe ich schon recht früh, jetzt habe ich erst jetzt gehört, ein Duett hast du drauf mit dem Ross Anthony. Eins, was es ja eigentlich schon gibt, glaube ich, mit dem Marion Merz und Bernd Klüver. Schau mal herein. Also ursprünglich Stumbling In mit der Susi Quattro und dem Chris Norman, glaube ich, so gerne. Gell? Wie sind ihr auf da gekommen? Hat es da ein bisschen Einfluss von Ross Anthony vielleicht gehabt? Also es ist ganz witzig. Ich habe schon beim ersten Album letztes Jahr, das im Mai rausgekommen ist, die Idee gehabt, mit dem Ross Anthony ein Duett zu machen. Er ist bei der gleichen Plattenfirma wie ich. Und da sind wir aber sehr spät dran gewesen. Es hat dann nicht mehr gelangt. Und jetzt für das zweite Album haben wir dann das nochmal in Angriff genommen. Und ich habe ihn dann auch gerade Anfangsjahr zweimal in der Schweiz getroffen, wo wir beide am gleichen Ort einen Auftritt hatten. Und dann habe ich ihn Backstage kennengelernt. Und wir haben uns gerade auf Anhieb sehr gut verstanden, wenn sich zwei Blondinen treffen, oder? Wir hatten sehr einen sehr ähnlichen Humor, haben es extrem lustig gehabt. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir wieder die gleiche Plattenfirma sind und haben natürlich wirklich auch so ein bisschen Musik können teilen, die Liebe zum Schlager. Und dann haben wir über das geredet, wie das wäre. Er hat dann gefragt, wann mein nächstes Album kommt. Und ihm ist es eben auch gerade der Frühling gekommen, ein neues. Und dann hat das einfach perfekt gepasst. Und dann haben wir das ein bisschen genauer angeschaut. Und er ist jemand, der ja sehr gerne alte Schlagerklassiker für ihn nimmt. Und ich mache das eben an meinen Konzerten auch. Für die, die mich schon mal live erlebt haben, immer der ein oder andere Schlagerklassiker im Repertoire. Zum Beispiel «Ich will einen Cowboy als Mann» ist auch so ein Klassiker, den ich immer singe. Und dann haben wir ein bisschen geschaut, was könnte passen. Und ich finde es auch mal eine super coole Nummer. Wir haben es jetzt natürlich ein bisschen moderner, ein bisschen poppiger gemacht. Und ich finde es vom Thema passt perfekt zu uns. Weil ich meine, wir sind ja kein Liebespaar, das ist offensichtlich. Aber wir sind, man kann sagen, so ein bisschen freundschaftlich oder geschwistermässig auf der gleichen Wellenlänge. Linda Fair bei uns, bei Radio Melody zu Gast. Linda, du machst schon nicht nur Sing. Also du singst nicht nur Schlager, du machst schon einen Haufen anderes, du modelst noch, du tust viel auch moderieren und du hast so gerne einen Kalender. Jetzt, ist das der erste oder was nicht unbedingt der erste, oder? Schon? Mal, das ist der allererste, definitiv. Und ich muss auch sagen, und bin extrem happy, dass das so passiert ist, seit jetzt mein erstes Album draussen ist, letztes Jahr im Mai. Seit eineinhalb Jahren ist wirklich der Fokus enorm auf die Musik. Übergesprungen. Ich moderiere noch zwischendrin, das ist richtig. Events oder Firmenanlässe, manchmal sogar auch Schlageranlässe, wo man es verbinden kann, mit Singen auch noch, was natürlich auch ganz grossartig ist. Aber sonst ist so viel passiert seit dem ersten Album. Ich darf an ganz vielen tollen Schlager-Events dabei sein.
mit anderen grossartigen Künstlern auf der Bühne stehen. Also ich habe schon mehrmals Marc Pircher, Andy Borg, Francine Jordi, Semino Rossi, Beatrice Egli getroffen und mit denen dürfen Konzerte machen. Und da ist wirklich viel passiert. Ich bin selber ein bisschen überrascht, wie viel innerhalb von diesem Jahr. Und darum ist der Fokus sehr, sehr stark nur noch auf der Musik. Also es ist sehr viel wirklich jetzt nur noch rund um die Musik, die in meinem Leben abgeht. Und das Modeln, das ist sowieso schon länger im Hintergrund. Das mache ich eigentlich fast nicht mehr, außer eben mal wieder für das neue Album. Wenn man natürlich darf, die neuen Bilder shooten oder so einen Kalender machen, dann mache ich das natürlich gerne für meine Fans. Gibt es noch andere Sachen, außer jetzt an einem Kalender, wo quasi als Fanartikel hast? Ja, wir sind das natürlich stetig ein bisschen am Ausbau. Am Anfang einfach war das erste Album da gewesen. Jetzt habe ich bereits das zweite Album. Dann haben wir jetzt einen neuen Kalender, den wir anbieten. Plus Jazzkarten gibt es noch von einem Sponsor von mir, Gertsch Comestible in Thun, der die mit mir drauf gemacht hat. Und die haben wir jetzt auch recht lange an mich angeboten. Und es ist sicher noch einiges in Planung. Also es wird noch mehr dazu kommen. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück auf die Musik. Wir haben verschiedene Titel noch angesprochen, bis jetzt schon. Was sind denn so deine Lieblingstitel neben der «Du kannst fliegen»? Also sicher auch die eigenen, die ich natürlich mitgeschrieben habe. Das ist einer, der mir ganz viel bedeutet. «So sind wir» heisst der Titel, wo ich wirklich eines Nachts heimgekommen bin und einfach in mir den Drang und den Wunsch gehabt haben, zum Danken zu sagen meiner Familie, meinen nächsten Freundinnen und Freunden, die seit Jahren einfach mit mir den Weg gehen, den ich gehe, die mich unterstützen, die ganz viele Konzerte mitkommen und mit mir die Leidenschaft teilen und einfach für mich da sind und das bedingungslos unterstützen, was ich mache. Und dann hat es so richtig aus mir rausgesprudelt und ich habe einfach angefangen losschreiben in dem Text, wo ich wirklich auch möchte Kraft geben meiner Familie, meinen Freunden, natürlich auch den Fans und allen anderen, um zu sagen, hey, wenn man zusammenhebt und füreinander da ist, dann ist man noch stärker. Und so geht es mir auch. Also wenn ich die Unterstützung habe, kann ich auf der Bühne meine Leidenschaft ausleben. Und das ist schon auch ein ganz besonderer Titel. Aber dann habe ich auch sonst noch wirklich... Also jeder hat seine eigene Geschichte. Es hat einen Titel drauf, den Francine Jordi noch mit komponiert hat, was mich natürlich auch sehr, sehr ehrt. Sie war ja auch mit dem Tommy Mustache sehr viel am Arbeiten in den letzten Jahren und auch immer noch. Und da wir im gleichen Boot sitzen, freut mich das natürlich auch. Und auch «Titanic» finde ich ganz einen speziellen Song, weil es wirklich mal etwas anderes ist, etwas, wo nicht jeder gerade drauf hat. Ein Song, eigentlich, wo die Liebesgeschichte vom Film «Titanic» noch mal ein bisschen aufrollt. Und wir uns können fragen, ja, was hätten wir denn gemacht, wenn wir auf der «Titanic» gewesen wären? Wären wir miteinander untergegangen oder nicht? Wenn wir schon bei «Titanic» sind, ist ja dieses Jahr auf der Wallensee-Bühne gespielt worden, also quasi ganz nah an deinem Heimatort, hast du es gesehen? Ja, ich bin natürlich tatsächlich auch einmal im Publikum gewesen. Ich habe gefunden, wenn ich schon einen Song auf meinem Album habe, der «Titanic» heisst, dann wollte ich mir das natürlich nicht entgehen lassen. Ja. Aber ich habe natürlich auf diese Szene gewartet, die man eben aus dem Film kennt. Und die ist ja dann eben leider nie gekommen. Das war fast ein bisschen traurig gewesen, aber das hat halt eben mit dem zu tun, dass sie nicht den Film nachgemacht haben, sondern wirklich das Musical, das es halt vorher schon gegeben hat, anscheinend. Ja. Was sind deine Pläne? In erster Linie jetzt einfach mit dem Album voll durchstarten. Es sieht ja super gut aus zur Zeit. Ja, also es ist eben schon mit dem ersten Album enorm viel in der Schweiz passiert. Mein Wunsch ist einfach, dass es so weitergeht natürlich in der Schweiz, dass es immer noch mehr wird, klar. Weil mein Traum ist es, nur noch Musik zu machen und meine ganze Zeit, das ganze Jahr nur noch mit der Musik können zu verbringen. Und da ist schon sehr viel passiert und da kann natürlich immer noch mehr passieren. Und dann hoffe ich natürlich auch jetzt mit dem zweiten Album, dass die ganze das Ganze in Deutschland noch mehr fester wird, also dass man das noch verfestigen in Deutschland und ich mich dort noch weiterentwickeln und etablieren. Das braucht natürlich ein bisschen mehr Zeit als in der Schweiz. Erstens ist es viel ein grösserer Markt und zweitens kennt mich dort natürlich noch niemand so gut wie in der Schweiz und da bin ich natürlich gespannt, was da jetzt noch alles passiert. Aber die grossen Fernsehsendungen aus Kärntenstädel, immer wieder sonntags und so, die hast du ja alle schon mitgemacht.
das ist so. Ich habe schon ganz viel dürfen erleben mit dem ersten Album und grosse Sendungen dürfen dabei sein. Und ich freue mich, wenn es wieder Gelegenheiten gibt, um mit diesen Sendungen auftreten. Ein grosser Traum ist sicher auch, mal auf eine Konzerttournee dann in Deutschland zu gehen, wo man wirklich an 40, 50 Orten auftreten kann innerhalb von ein paar Monaten. Das gibt es bei uns in der Schweiz gar nicht. Da hoffe ich schon, dass ich dann da mal irgendwann die Chance bekomme, so etwas zu machen. Und ja, auch in der Schweiz weiterhin natürlich an den grossen Schlagerfestivals und Open Airs dabei sein. Da gibt es schon noch ein oder andere, wo ich bis jetzt noch nicht dabei war. Und da freue ich mich schon, wenn das in Zukunft dann mal noch kommt. Hoffen wir, dass es klappt. Und wenn man wissen will, wo die Linda Fee unterwegs ist, kann man sicher auf deiner Webseite anschauen. Das kann man auf jeden Fall. Ich habe jetzt meine Schweizer Webseite ganz, ganz neu gestaltet. Also für jeden sicher mal einen Besuch wert. www.lindafee.ch. Da sieht man eben auch alle Termine. Und wenn man sich wirklich nur rund um Musik interessiert, dann kann man auf lindafee.de gehen. Und ja, jetzt steht dann auch noch gerade ein grosses Highlight bevor. Am 4. Oktober freue ich mich auf das Album Taufe, also die Plattentaufe, die wir machen. Und zwar am 3. Wiesenstadl im Hauptbahnhof in Zürich. Das findet jetzt zum dritten Mal statt. Ich moderiere und singe zum dritten Mal. Francine Jordi, Leonard ist mit dabei, auch zum dritten Mal. Also wir sind ein richtig familiäres Grüppli, wo wir seit 3 Jahren dort sind. Und ich freue mich, dass wir dort auch dürfen, noch meine Plattentaufe gerade machen. Wünschen wir toi 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 und alles Gute, Linda Fee. Danke vielmals, gleichfalls.